Ja, es war noch nie so leicht, Zeitreisen anzutreten wie heutzutage. Ich brauche hier nur drehen und reise in der Zeit vorwärts. Ich sehe, in einer Stunde gibt es noch Schauer. Um 4 hört es dann auf zu regnen. Ja, Bewölkung wird weniger. Ja, Bewölkung nimmt dann wieder zu um 11 Uhr in der Nacht. Ui, und um 4:30 Uhr in der Nacht fängt es wieder zum Regnen an. Ja, man sieht auch hier Sonnenauf- und Untergang, wie viel Zeit man noch hat, bis die Sonne untergeht. Und nach Sonnenuntergang zeigt er, wann die Sonne wieder aufgeht. Äußerst praktisch wäre die Funktion für Aktienkurse. Der Dow Jones ist momentan bei 0,02% im Plus. Tja, nur blöderweise zeigt er nicht an, wie er dann zum Beispiel morgen um die gleiche Zeit sein würde. Also das wäre ein wirklich praktisches Feature, mit dem man Millionen verdienen könnte. Aber ansonsten ganz praktisch.